Oho, 19., nein, 20.09., Pre-Release-Wochenende für Duskmon, House of Horror, Collector Booster Display, Frighten, Frighteningly Good Finds. Wir schauen hier rein. Ich habe noch keine Ahnung, was hier drin sein wird. Ja, ungefähr Mietung Massacre 2 und japanische Showcase Frames oder sowas. Aber mehr weiß ich nicht. Und das erste Display ist für mich, für Daddy. Wir gucken jetzt in das One rein und ich nehme euch mit und es wird Spaß machen, versprochen. Hier ist es. Ich habe irgendwie mein Messer immer noch verloren. Deswegen wird hier mit Schere gearbeitet. Ich muss das Messer machen, gib mir mein Messer wieder. So. Das ist es. Was haben wir hier drauf? Keine Ahnung. Da ist so ein Dude. Das ist dieses Haus. Das ist wahrscheinlich das Haus of Horror. Zu den Packs. Ich finde es erstmal schön hier. Ich würde sagen, es ist so ein helles Pastel-Mint-Grün. Gefällt mir gut. Da steht ja irgendwas Fanziges drauf. Includes 11 bis 13 Traditional Foil Cards, may contain these cards. Ja, okay. Japan Showcase in 1% der Booster. Mehr lesen wir uns nicht durch. Dann gucken wir rein. Es ist scheinbar kein japanisches Booster. Man kann es hier oben nicht aufreißen. Das heißt, wir müssen auch keinen Kartentrick machen, denn vorne wird die Kamen sein. Ja, geil. Vorne sind Comments und nicht äh, direkt wieder der Heavy Hit. Living iPhone. Spine Seeker Centipede. Zum Glück kein Human Centipede. Most Valuable Slayer. Okay, witziges äh, Wortspiel. Bear Trap. Don't Make a Sound. Gott, das war unangebracht. <laughs> Insidious Fungus. Stay hidden, stay silent, also alles ne Gruselwusel und Piggy Bank. Jetzt müsste glaube ich die erste Rare kommen. Nee. Altanak, The Thrice Called, Legendary Creature Insect Beast 99. Ein voll Und Nashi Searcher in the Dark ist unsere erste Rare. Dimirfarbene Legende, Rat, Ninja, Wizard, Menace. Whenever Nashi, Searcher in the Dark deals combat damage to a player, you mill that many cards. Okay. Und dann natürlich darf man auch noch was Positives damit machen. Erste Rare Foil. Simone's Hypothesis. Eine 5 Mana Instant aus dem Commander Subset. Walls of Rage. Non-Foil im Fernsehframe. 5 Mana Sorcery. Target creature you control deals damage equal to its power to each other creature. Oh, und der erste Room, der Funeral Room. Awakening Hall. Enchantment Room. 3 Mana und 8 Mana. Mythic Run Nummer 1. Whenever a creature you control dies, each opponent loses one life and you gain life. Wenn ihr die Tür aufgemacht habt oder so. When you unlock the door, return all creature cards from your graveyard to the battlefield. Okay, erste Mythic Dann haben wir noch Abhorrent Oculus, Create Creature Eye in voll und ein Glimmer Spirit Token. So, ach, Jungs und Mädels. Neues Set ist immer. Ach, komm her. Ist immer nice. Ähm, das erste Display. Und ich habe keine Spoiler geguckt so richtig. Also, ich weiß, es gibt diese Rooms und mitok Massacre 2 und diesen japanischen. Showcase Dude. Aber viel mehr. Midnight Mayhem. Das könnte interessant sein. Create 3 1 Red Gremlin Creature Tokens. Gremlins you control gain menace, lifeling and haste until end of turn. Okay. Scrabbing Skullcrap. Forest in Foil. Und noch ein Room: Dazzling Theater Prop Room. Enchantment Room, Creatures you spell. Spells you cast have convoke and untap each creature you control during each other player's untap step. Ancient Cellar Spawn. Curse Recording. Fancy Frame scheint in jedem Booster zu sein. Ui, Rip Spawn Hunter. Legendary Creature Human Survivor. Und Full Monty Ghost Vacuum. Mit dem Kaito Bane of Nightmares Emblem und Gremlin auf der Rückseite. Das ist aber nicht 326, das ist nicht textured voll, sondern einfach nur Full Monty. Ähm, ach, ist das auch eine Mythagraph? Was? Wie habe ich das denn nicht gesehen? Zwei Rares gibt's. Ach komm, ich will. Oh, muss ich jetzt die Schere benutzen oder was? Wo ist mein Messer, Mann? Und falls ihr euch das fragt, ja, ich werde hier in eine Karte reinschneiden. Es wird passieren. Nicht heute, nicht morgen. Aber ich brauche wieder dringend ein Messer, ansonsten wird es passieren. Fanatic Strengths, Edged Cornfield. Ah, das sind die Common Länder. Edged Cornfield enters tapped unless a player has 13 or less life. Nice! Common, base, common Doppelländer, die eine Möglichkeit haben, ungetappt ins Spiel zu kommen. Das ist geil. Hier auch. Ah, das gleiche. 13 Leben oder weniger. Mountain. Und jetzt geht's los mit der Rare Nummer 1. Ghost Vacuum hat mir schon eben als Fancy Frame. Shriekwood Devourer. Oh, das ist ja eine Rare. Enti Entity Tracker, Fancy Frame, Flash und Eerie. Und hier ist der Rare Land Cycle. Blaze, Meyer, Verge. Ed... Schwarz und add rot activate only if you control a swamp or a mountain. Okay. Nicht so schlecht. Und. Oh, ich dachte, das wäre das Land auch. Silent Hall Creeper. Enchantment Creature Horror. 2 Mana, 1-1. Can't be blocked. does Combat Damage to a Player. Choose one that hasn't been chosen. Okay. 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 Let's go. Ich habe noch keinen Mitock Massacre 2 gesehen. Länder möchte ich wenden in Full Monty. Von daher ist noch Platz nach oben. Under the Skin. Fernsehframe Frame Uncommon. Planes und das Dissection Tool in Voll. Es gibt ja auch so Karten die ich in diesem einen Video collecting das man gar nicht richtig erkannt habe, wo so klitzekleine kleine Änderungen sind, dass von oben so eine schwarze Hand kommt oder sowas, da muss man schon richtig genau hingucken. The Lord of Pain, Raktorsfarbener Commander, Human Assassin, menace. Your opponents can't gain life whenever a player casts their first spell. Each turn, choose another target player. The Lord of Pain deals damage equal to that spell's mana value to the chosen player. Alter, Mythic, I'm a reluctant role model. Fernsehframe. Leyline of Mutation. Es gibt hier ja neue Leylines in diesem Set. Wenn es in deiner Hand ist, darfst du es direkt ausspielen und you may pay Wuburg rather than pay the mana cost for spells that you cast. Ui. Und wir haben eine richtig eklige Karte, mit der ich mich gestern über, mit meinem Freund Marvin unterhalten habe. Marvin Murderous Mimic. Marvin Murderous Mimic has all activated abilities of creatures you control that don't have the same name as this creature. Legendary Artifact Creature Toy. 367 ist nicht. Text voll Shady. Achso, und ein Spirit Gremlin Token. Crazy. Marvin. Und ich möchte mir gerne den Jolly Balloon Man als Commander bauen. Mal gucken, ob der auch hier drin ist. Jump Scare. Hier ist Surveillance. Let's play Game. Immer gefährlich in Horror-Szenarios. Ein Sumpf. Und wir haben Entity Tracker. Zum zweiten Mal schon in diesem Display. Deluge of Doom. Victor Valga Seneschal. In diesem ähm, Artwork, was so altes Horror-Fotografien beschreiben soll. Ist das ein Room? Ja. Roaring Furnace Steaming Sauna. Der erste zweifarbige Room, den ich sehe. Und Enduring Courage, vier mana Enchantment Creature Dog Glimmer, Treasure und Shard Token. Ich bin gespannt, mir die Preise anzuschauen. Das ist ja immer für mich viel interessanter als für euch. Ihr seht ja schon alles. Kosten man übrigens 209,99 Euro oder so. Ah, hier sind wieder die Länder. Ich finde es geil. Ich finde es geil, dass die theoretisch ungetappt, jetzt haben wir alle fünf, ähm, ins Spiel kommen könnten. Island und Unholy Annex Ritual Chamber. Wir haben Fear of Sleep Paralys Paralysis. Hedge Shredder im Fernsehartwork. Artifact Vehicle. Leyline of Resonance. Was macht die? Whenever you cast an instant or sorcery spell that targets only a single creature you control, copy that spell. Und Mythic Rare? Nein, wir haben Roaring Furnace, Steaming Sauna in Voll. Full Art. Demon Manifest Token. Ich glaube, war das die Hälfte oder mehr als die Hälfte? Das war exakt die Hälfte. Wir noch sechs Booster. Ich glaube, an der Mythic Rare Front könnte hier noch einiges kommen. Wir haben bisher drei. Und in den letzten Sets hat man meist ja so zehn oder sowas bekommen. baseball er nennt mich an Lucille, aber. Und das attached to target creature control plus 1 plus eins, up to Tap up to one target creature. Okay, das hat nichts mit einem Baseball-Shaker zu tun. Zymony All-Questioning. Simic Fabner potenzieller Commander. Sadistic Shell-Game. Ghostly Dancers. Und. The Jolly Balloon Man. borosfarbene Legende, die ich ziemlich nice finde. Legendary Creature, Human Clown. Haste. Für eins und tappen create a token that's a copy of another target creature you control. Except it's a 1-1-Red-Balloon-Creature. In addition to its other colors and types. And it has flying and haste. Sacrifice it at the end. Beginning of the next end step, activate only as a sorcery. Und wir haben eine Chainsaw. Im Fernseh, voll Fernsehframe. Wenn Chainsaw enters, it deals 3 damage shop to one target creature. Whenever one of more creatures dies, put a ref counter on Chainsaw. Equipped creature gets plus x plus 0, where x is the number of ref counters. Horror, Glimmer. The Jolly Balloon Man und Marvin gezogen. Lustig, das sind zwei Karten, über die ich mich gestern unterhalten habe. Gestern unterhalten? Ist das ein Return aus der Sommerpause vom MTG Podcast? Ich weiß nicht. Hätte irgendwie Bock drauf. <laughs> Doomsday Excruciator, also sechsmal schwarzes Mana, Flying Demon. Valga Woth of Souls. Zweite Raktos-Legende aus dem Commander Subset. Was macht der? Elder Demon Flying Ward, Pay to Life. Whenever an opponent loses life for the first time during each of their turns, put a one man counter on Valga und ziehe eine Karte. Comeback wrong, Silent Hall Creeper ist nicht so geil und Enduring Vitality ist ein Elk Glimmer und das ist ein Everywhere Token. This land is a Plains, Island, Swamp, Mountain and Forest. Heavy geil, noch nie gesehen. Daran erkennt man, dass ich mir die Spoiler echt nicht angeguckt habe. Ne? So, hey, wieso war da so ein dicker Widerstand. <laughs> Just kidding, nicht in die Karte reingeschnitten. Norin, Swift Survivalist. Aha. Ja, seht ihr das? Da. So eine schwarze Hand. Das ist scheinbar nicht auf allen. Aber ich weiß auch nicht, warum oder welche Karten dafür ausgewählt werden. Das zweite Doppelland, Thornspire Verge. Geekling. Skitter Spike. Boah, ist das eklig. Da will ich nichts mehr zu sagen und nichts mehr sehen. Enduring Tenacity. Screaming Nemesis. Haste. Creature Spirit. 3, 3 für 3 Mana. Whenever Screaming Nemesis is dealt damage, it deals that much damage to any other target. If a player is dealt damage to the way, they can't gain life for the rest of the game. Boah, Mono Red Burn oder was? Dissection Tools in Full Monty und ein. Spider Insect Token. Also wenn man Arachnophobie hat oder wie Angst vor Spinnen genau heißt, ist dieses Set vielleicht nichts für einen. Hier sind schon ein paar eklige Spinnen-Artworks zu sehen. Wir haben Cursed Recording. Artefakt in Rot. Barb Flare Gremlin. Overlord of the Mist Moors. Sieben-Mana-Enchantment-Creature-Avatar-Horror. Unsere sechste Mythic Rare, Impeding 4 für 4 Mana. When Overlord of the Mist Moors enters or attacks, create 2-1 two, two, White Insect Creature Tokens with Flying. Und er hat selber 6-6. Toby, Beastie Befriender und Mythic Rare voll? Nein. Curse Recording. Also Primo the Indivisible und Manifest. Der letzte Slot ist es noch nicht. So richtig heißen Scheißen. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kommt hier noch so eine 1% Chance Japan-Karte? Eine Island. Mythic Rare, Overlord of the Bay Merc. Direkt nach dem Overlord of the Mist Moors. 5 Mana, 5-5. Impeding 5 für 2 Mana. Whenever Overlord of the Bay Merc enters or attacks. Mill four cards, and you may return a non-Avatar Creature Card or Planeswalker Card from your grave into your hand. Okay. Und? Nächste Mythic Rare: Borderless Foil Commander, the Master of Keys. s Farben. Legendary Enchantment Creature. Horror. Flying. Wenn der ins Spiel kommt, put X11 Counters on it and mill twice X cards. Each enchantment card in your graveyard has escape. The escape cost is equal to the cards minor cost plus exile. Three other cards from your graveyard. Wow. Irgendwie auch schön. 004. Twitching doll. Spider Toy. Wieder nicht reingucken, wenn ihr euch ekelt. Thornspire Verge, dritte Land, was wir ziehen. Yo! Ein Insect Manifest Token! <laughs> Wir haben hier einen Overlord of the Baymerk in einem besonderen Artwork. Ihr, ihr kennt das schon, dass die Schrift irgendwie so anders ist auch. Ähm, den, den haben wir gerade schon gezogen, ne? den Overlord of the ähm, Baymerk. Aber jetzt 391. Es ist immer noch kein Textstück voll. Aber es ist dieses japanische Showcase-Frame. Aber es ist nicht japanisch. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt ein fetter Hit war. Oder einfach nur eine 3-Euro-Karte, die ein bisschen fancy aussieht. Das wisst ihr aber schon. Euer Vorsprung immer mir gegenüber, das ist fast ein bisschen unfair. So, Mountain, und dann haben wir noch genau ein Token. Das ist ein Toy, Treasure Token. Jetzt kommen 5 Rares und/oder Mythic Rares. Marvin Murderous Mimic im normalen Frame. Ursine Monstrosity. Bärmutant. Unidentified Hovership, zwei noch. Winter, Misanthropic Guide und ist es eine Mythic Rare? Es ist eine Mythic Rare. 3-3. Es ist Tiva the Pamela, drei Mana, Legendary Creature Elf Warrior. Tap another untapped creature you control. Tiva the Pamela gains indestructible at the end of turn. Tap it. Für 5 Mana Creatures you control get XX until end of the new X is the greatest power among Creatures you control. Uh, neuer elfen Commander in Super Duper Foiling. Jaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich sag's doch, 10 Collector Displays. Äh, nein, 10 Mythic Rares. Ist hier so der Schnitt und die haben wir auch gezogen. Schere kommt wieder in die Box. Und ich hoffe, ihr werdet ein richtig cooles Pre-Release-Wochenende haben mit vielen Hits, vielen Spielen und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Karte ihr am liebsten gehabt hättet aus diesem Display oder ob das alles Müll ist für euch.